Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ape Escape 2. In der letzten Folge haben wir in Anführungsstrichen das Spiel durchgespielt. Wir könnten theoretisch jetzt aufhören. Praktisch gesehen hat sich aber nicht wirklich viel an unserer Situation geändert. Nur lediglich, was sich geändert hat, ist, dass das Spiel jetzt wirklich von uns verlangt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt nochmal in alle Level reingehen, weil Affen sich gerne paaren, wenn sie nicht Bananen essen, dann ist Paarung, der Coitus, das zweite Lieblingsbeschäftigung und wir schauen einfach mal, wie es wird. Der hat mir jetzt irgend so ein scheiß Ding gegeben, in Fachkreisen nennt man das auch Fernglas. Er fühlt sich natürlich ist stolz auf seine Erfindung, tut so, als wäre es irgendwas Neues. Nein, nein, das ist kein Fernglas, das erfüllt zwar die ganzen Sachen, aber nein, das guckst du dir an, das hat auch viereckige Gläser, nicht runde, das ist was komplett anderes. Naja, jedenfalls, ja, es kann sein, dass ich nur mit diesem Dings da Glas neue Orte finde oder ich kann es einfach komplett ignorieren, benutze wieder das Affenradar oder so. Das ist, wir können das direkt am ersten Level testen und uns schätzungsweise mal... Hikaru, ich schicke dir dieses Kutschergerät. Der Powerschlag zum richtigen Reinhauen. Er zerstört fast alles. Drücke die L2-Taste, Ego-Modus, und suche die Levels nach zerstörbaren Stellen ab. Die beste Technik lernst du im Gerätetrainer. Möchtest du den Gerätetrainer öffnen? Ja, da ist selbst der Text mit dem Sprechen asynchron geworden. Ja, schön die Klammern mitlesen. Man kennt's. Ja, außerdem das da. Die super ultra Waffe. Ich dachte, die kriege ich nur bei 100%. So wie im ersten, da gab es ja, glaube ich, auch sowas. Jetzt lernst du etwas über den Powerschlag, Hikaru. Dieses Gerät hat einen mächtigen Schlag drauf. Du wirst gleich sehen. Drücke den rechten Analogstick in die Richtung, in der du alles platthauen willst. Und jetzt versuch mal, diesen erbärmlichen Gegnern das Licht auszublasen. Ja, das ist so die Aggressions... Mitleidschelle, ne? Die wissen, ich bin jetzt total aggro, dass ich den ganzen Scheiß nochmal machen muss und... Ach schade, ich dachte, das Tor könnte ich dann auch penetrieren. Und dementsprechend geben sie mir das. Ja, es ist halt gut, weil dieses Schwert, was man sonst immer hatte, das hat ja nicht so eine krasse Reichweite gehabt. Wie die Keule kannst du auch den Powerschlag verwenden, um Schalter zu bedienen. Versuch's mal an dem Schalter dort. Du weißt ja, wie es geht. Lass es krachen! Aber ich dachte, ich sollte ihnen einen reinhauen, den Leuten eins reinhauen und nicht Schalter bedienen. Jetzt bin ich der Bedienstete hier. Doch, soweit ist es gekommen. Ja, ich bin Diener der Affenfänger auf jeden Fall. Der Powerschlag ist so mächtig, dass du damit auch Gegenstände kaputt hauen kannst, die bisher unzerstörbar waren. Hikaru, siehst du den großen Brocken dort? Der ist das perfekte Versuchskaninchen für dein neues Gerät. Ja, krass, ne? Das ging ja bis jetzt nur mit dem Panzer. Das ist schon ziemlich OP. Und es war ja auch tatsächlich so, dass es in dieser Affenzitadelle so einen Affen gab, der irgendwie in so einem Glasbehälter geschwommen ist, ne? Und da werden wir das dann schätzungsweise benutzen. Also wir hätten auch wirklich bis jetzt nicht dieses Level auf 100% abschließen können. Na, was glaubt ihr? Wahrscheinlich wird der Affe in der Statue drin sein? Oh shit, Leute. Lang ist es her. Ganze 4,5 Tage. Ja, dann equipieren wir den Scheiß mal. Warte mal, genau, das Affen-Raider. Gucken wir mal. Shit, ich spüre ihn nicht. Ich kann... Also, okay. Ah. Ihr macht es mir jetzt echt schwerer mit dem Ding, ne? Ich meine, so ein Radar, das ist... Er spürt es nicht. Er spürt es halt wirklich nicht. Oh Gott, Alter. Das ist so dumm. Das wäre heutzutage krasser DLC-Content, ich sag's euch. Wieso muss ich für den Scheiß nicht mit... Dein Ernst? Und der war Feuer... Ja, Feuer wäre man da auch nicht rangekommen und der spürt's halt echt nicht. Oh mein Gott, Alter, das ist nicht euer Ernst. Harley Quinn, haha. Was auch immer die konnte. Ist auch irgendwie so ein ganz berühmter Name, ne? Aber, naja, was soll ich sagen? Ich kenne mich nicht mit unwichtigen Leuten aus.
Die hat bestimmt auch Dreck am Stecken. Also in dem Fall ist es ja dann nicht unwichtig, sondern... Willkommen zu Hause, Hikaru. Gefährlich. Ja, das sagt sie immer, wenn wir das erste Level abschließen. Ich muss immer das erste Level abschließen, damit ich eine Begrüßung kriege. Und jetzt ist der scheiß Stern blau. Deswegen war ja vorher immer nicht blau. Das Spiel hat es uns schon unterschwellig sagen wollen. Aber wir wollten einfach nicht, wir wollten es nicht wahrhaben, wir wollten es nicht hören. Gott, aber egal. Wie gesagt, wir schauen einfach mal. Ja, also man kennt ja die Level noch mehr oder weniger, aber es ist natürlich... Ja, es muss dann auch schon in der krassen Nähe sein, sonst reagiert es nicht. Das Dumme ist, dass ich dann natürlich, während ich das in der Hand habe, mich nicht bewegen kann. Bei dem Radar ging es wenigstens noch. Gab es hier, das war doch nur ein Abschnitt, oder? Ich glaube doch, im zweiten Level gab es doch nicht zwei Abschnitte. Krieg echt keinen... Oh, wobei, warte. Was? Ach, hinterm... Nee, Moment, da kann ich... Was? Ich bin verwirrt. War das jetzt am Anfang, oder? Gotcha! Nee, nee. Muss ich irgendwie... rüberklettern? Ja, doch, das war... Es war Teil des normalen Levels. Also man sieht keine extra Gebiete. Hätte mich auch sehr, sehr gewundert, denn ich meine, die Level per se sind ja auch ziemlich groß. Die ersten vielleicht nicht, aber danach geht es ja richtig steil, so ab dem fünften Level oder so. Also das hätte die PlayStation 2 CD ja komplett gesprengt. Ja. Da drin wahrscheinlich, oder? Ich benutze es gar nicht, genau. Du mich auch, Alter, du mich auch. Balboa. Der gute Rocky Balboa, da haben wir doch seine Unterhälfte gefangen. Kam da jetzt auch dementsprechend eine andere Musik? Ja, oder? Das war die 100% Musik. Bist du verletzt, Hikaru? Es werden immer mehr Münzen. 999 soll ja das Maximum sein, also zwischendurch müsste ich dann vielleicht mal ein paar ausgeben. Aber ich denke, für die nächsten 1-2 Folgen sollten wir noch klarkommen. Einfach keine Münzen einsammeln. Wäre schätzungsweise die Devise. Oh ja, ja, es hat schon was. Man kriegt leichte Flashbacks. Man freut sich, dass man es dann doch irgendwo geschafft hat. Es ist mal bei mir und Let's Play so eine Gemütslage. Irgendwann freut man sich auch einfach, dass man es geschafft hat. Also klar, es hat Spaß gemacht, aber... Wenn es jetzt schon vorbei gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, okay, das passt, ja, das hier, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber egal. Gehen wir die extra Runde, genießen nochmal die Aussicht. Wir können auch vielleicht mal währenddessen über das Level-Design reden. Denn das ist ja auch ganz nett, ganz schön. Das erste war halt ziemlich klassisch, das hier, das hat ein schönes Urlaubs-Flair hier tatsächlich. Apropos Flair, ich habe letztens irgendwas davon gelesen, dass er ins Gefängnis soll. Auch geil. Ja, was ist so die Sache mit Promis, ja? Die meisten haben halt Dreck am Stecken und die dann ins Gefängnis kommen, die kommen nicht ins Gefängnis, weil wir wirklich einen aktiven, objektiven Rechtsstaat haben, sondern einfach, die wollen Leute entsorgen, die ihnen potenziell gefährlich werden könnten. Also die quasi auspacken könnten. Sido ist da zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel. Der steckt da richtig tief drin in der Scheiße und versucht immer unterschwellige Botschaften an die, ja, Verschwörungstheoretiker, also an Leute wie mich, zu senden, ganz subtil durch die Texte. Also quasi Hilfeschreie sendet er raus. Und wenn der dann quasi sich mal komplett verplappern würde, wenn aus den Hilfeschreien quasi, Pipo gerade versucht, den anzugreifen, wenn aus den Hilfeschreien dann Botschaften, zu krasse Botschaften werden und der dann im Gefängnis landet. Klar werden sie ihm dann potenziell was unterstellen. Also das ist ja so die Sache. Sie erpressen ja diese ganzen Prominenten und deswegen müssen sie ja mitspielen. Sie sagen quasi, sie bringen Sido dazu, beispielsweise irgendwas Illegales zu machen. Filmen ihn dann dabei oder so und dann sagen sie ihm, hey, du pfeifst jetzt nach unserer Tanze. Was? Was? Du pfeifst jetzt nach unserer... Okay. Das war schon lustig, tatsächlich. Ja, du tanzt nach unserer Pfeife. Wie ist mir das denn gerade passiert?
Oder wir lassen dich halt auffliegen. Und in der Öffentlichkeit hört man dann natürlich nur, ja, keine Ahnung, Sido wurde bei dem und dem erwischt. Und dann denken die Leute halt, er ist gerechtfertigterweise im Gefängnis. Aber in Wirklichkeit, das ist halt nicht so gut. Wir wollten jetzt, ich wollte jetzt gar nicht da so abschweifen, aber gut, haben wir den, immerhin den schönen Wortwitz. Kann man das als Wortwitz bezeichnen? Ich finde die Stelle nicht, Leute. Ich finde die Stelle nicht. Bestand dieses Level noch aus mehr? Ne, das war das dritte Level, wo ich die Hula-Hoop-Reifen eingesetzt habe. Ne? Ich bin gerade sichtlich verwirrt. Das kann doch nicht sein, Leute. Das kann doch nicht so präzise... Ihr könnt doch nicht so viel Präzision von mir hier verlangen. Ja, da gab es doch diesen kleinen extra Raum, aber ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Oder war das auch im dritten Level? Da drin, glaube ich, ey. Oder unter Wasser kann ich das Ding nicht benutzen. Aber ich meine, wir können ja uns schon mal darauf einigen, dass es halt irgendwas sein muss, was man kaputt machen kann. In den Sitzen wird er ja wohl nicht sein. Oh, oh. Ja, ah, die, ja. Ich weiß noch, wie ich mich über diese Scheißkiste gewundert habe, ey. Unfassbar, ey. Das hat dann schon was Metroidvania-mäßiges, weil es war halt von Anfang an da, wie ich immer Wörter überspringe, gerade beim Reden. Es war von Anfang an da. Man hat's einfach. War klar, man hat sich gewundert, aber man konnte es ja nicht ändern. Willkommen zurück. Ja, ja, du sagst immer dasselbe. Oh Mann, ey. Okay. Ja, theoretisch. Ja, man könnte drauf kommen, wenn man sich denn sowas gemerkt hätte. Ah, es ist so gut, dass ich hier keine 3 Wochen an diesem Let's Play sitze, so wie das bei anderen Let's Plays der Fall war. Da weiß ich wirklich noch so, wo es abgeht, wo es sein könnte. Okay, 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 okay. Ja, das Level, das hat eine sehr, sehr schöne Musik, wie ich finde. So dieses... Dieses klassische, dieses Toro-Olé-mäßige, was man da gerade am Anfang gehört hatte, kombiniert mit so ein bisschen Pop und so weiter. Man hat wirklich den Drang, auf Entdeckertour zu gehen, die Äffchen einzufangen. Hups, nee, Moment, das Telefon gehört nicht zu den komischen Sachen. Ja, ja, Start muss ich drücken. Das ist sehr, sehr cool. Und dann dieses, das, was man da gerade hört. Ich weiß nicht, was das für ein Instrument ist, aber... Das wird gerne mal verwendet, um italienische Vibes. Ja klar, Stierkämpfe, Italien, das passt zusammen, ne? Italien oder Griechenland? Eins von beiden war das, ich glaube. Wobei, nee, warte mal. Rom? Ist die Hauptstadt von Italien, ne? Ich bin geografiemäßig richtig scheiße. Rom ist die Hauptstadt von Italien. Aber Italien ist ja nicht Griechenland, ne? Nee. Ich glaube nicht. Ich überlege gerade, ob das beides dasselbe... Nee. Nee. Denke nicht. Hier sieht's auch sauber aus. Ja, das wird halt dieser... Ja, fick dich, Pibo. Wird dieser andere Abschnitt sein. Aber war das nicht so, dass ich... Ach, warte mal. Wofür war der eigentlich? Ah, warte mal. Hatte ich das beim letzten Mal so gemacht? Wofür ist... Ja, ja, okay, aber... Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht muss ich sie auch nicht machen. Oh, warte. Nee. Das war eine normale Kiste, die hätte ich auch so kaputt machen können. Nee, nee, ich muss die Hula-Hoop-Scheiße nochmal machen. Wo ist es? Da. Flashbacks. Das war eine der erinnerungswürdigsten Stellen hier, weil, ja, das schätzungsweise eine Stelle war, die ich nicht beim ersten Mal geschafft habe. Das brennt sich immer gerne in meinen Hirn ein, weil ich ja normalerweise ein Pro-Gamer bin. Offensichtlich. Hat er gerade einen DT-Post gemacht oder habe ich mir das eingebildet? Komm, einfach ganz normal schön drehen. Ja, ja, ja. Was? Oder ist das, geht das einfach zu lang? Zumal, ich glaube, ich mache das falsch. Ich muss ja gar nicht hin. Ach, Leute, so viel zum Thema. Ich kenne die Stages noch.
Oder ist das, kam ich da jetzt her? Ich weiß es nicht. Nee, genau da wollte ich ja hin. Hier wurde er irgendwo sein. Und da könnte sein, dass da auch so eine Kiste... Ja, man sieht's. Das ist jetzt einfach immer so eine dumme Scheißkiste. Moment. Handy. Was? Außen? Außen. Ja, kann ich da hinrutschen, bitte? Ja. Was ist das? Ist einfach ein Fenster. Ohne Glas. Was? Ach, die Wand. Ich wollte gerade sagen, unsichtbarer Affe. Nee. Einfach die... Ja, dann... Was habe ich gerade eben vor 2-3 Minuten gesagt? Naja, also man muss sich ja nur auffällige Gegenstände merken. Also ich habe nicht auffällige Gegenstände gesagt, aber... War ja klar, was ich gemeint habe. Oh Gott, es kann einfach wirklich alles sein. Es kann alles sein, Leute. Gut, dass ich die scheiß Bosse nicht nochmal machen muss. Und hier zwei. Ja, weil, warum denn nicht, ne? Ich hatte da nicht einst einen vergessen, sondern die haben sich jetzt einfach überlegt, ja, packen wir mal zwei hin. Weil klar, die allgemeine maximale Anzahl steigt ja sowieso immer exponentiell. Von daher macht das schon irgendwo Sinn, leider. Es könnte sein, dass hier so ein verkackter Stein war. Aber egal. Leute, ich würde mal sagen, das war's für heute mit Let's Play Ape Escape 2. Einschätzung. Ja, naja, so. 2-3 Stunden, je nachdem. Ich habe halt immer noch nicht so die Reichweite gecheckt. Das müssen wir vielleicht nochmal schauen. Also, wenn wir dann die nächsten finden, dass wir einfach mal schauen, wie weit kann man davon weggehen. Und dementsprechend, klar, wenn ich jetzt einen Radius von 8 Kilometern habe, dann drehe ich mich einmal und dann fertig. Aber bis jetzt hat man ja gesehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass man wirklich so unmittelbar davor stehen muss. Und dementsprechend müsste man... Das ist ja quasi der Architektenmodus, ne? Du musst dir die im schlimmsten Fall die Welten nochmal richtig zentimetergenau anschauen. Ansonsten findest du den scheiß Affen nicht. Beziehungsweise die... Jetzt werden es ja mehr. Ja... Dreck. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. See ya.